So, erstmal einen schönen guten Morgen aus Palma oder guten Tag, guten Mittag, was auch immer. Ich weiß noch nicht, wann ihr das Video anschaut. Ich bin jetzt gerade, ja, ich habe noch mal gleich einen Termin beim Arzt, muss noch ein, zwei Sachen erledigen vor unserem Thailandurlaub und habe jetzt ein bisschen Wartezeit. Sandra ist schon im Laden und ich muss jetzt warten, bis ich meinen Termin habe und habe jetzt hier am Paseo direkt im Hafen von Palma geparkt und muss feststellen, ja, die Baustelle hier nimmt jetzt ihren Fortschritt. Also es geht jetzt hier richtig voran und bin jetzt hier oben auf der Höhe vom Mercat 1930 und hier waren dann die ersten Parkplätze, die es überhaupt wieder gab. Also von komplett unten Palma bis zum Mercat 1930 sind momentan noch keine Parkplätze und es ist alles abgesperrt. Ich nehme euch jetzt mal mit und zeige euch hier ein paar Eindrücke vom Paseo, wie es hier gerade heute aussieht. Und ja, wie immer, viel Spaß mit den Bildern. Und wer uns noch nicht abonniert hat, jetzt den Abo-Knopf drücken. Danke, ihr Lieben, viel Spaß mit den Bildern. Hier auf der Höhe vom Lea Palma Marina, hier haben wir jetzt die ersten wieder möglichen Parkplätze gegenüber. Und auch die sind jetzt schon ab 23.01. gesperrt mit Parkverbot. Also auch die fallen weg. Das heißt also, kompletten Paseo Maritimo hoch, ja, sind dann schon mal, irgendwie fallen dann schon mal 1000 Parkplätze weg. Ich bin gespannt, was das nächstes Jahr wird, oder nicht nächstes Jahr, sondern das nächste Saison, die dann ja kommt, weil ja, wir haben hier ja auch sehr viele Anwohner, die hier leben, die ja auch alle irgendwo parken müssen. Das sind alles Wohnimmobilien hier und auch viele Restaurants, die davon leben, dass Leute abends nach Palma fahren. Gerade hier Höhe 1930, Mercat, wo wir immer so hingehen. Ja, was es dann bedeutet, was denkt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Frage ist natürlich sowieso, naja, eigentlich finde ich immer, hat man hier doch als Fußgänger und Fahrradfahrer sowieso schon sehr viel Platz. Aber der wird jetzt nochmal bestimmt verdoppelt und dann mal schauen, wie sich das entwickelt. Also im Moment denke ich für nächste Saison Parkplatzchaos. Bin eigentlich nur ganz froh, dass wir ja eigentlich in der Saison dann auch immer mit dem Motorrad fahren können. Da ist das Parkplatzchaos nicht so groß. Guckt mal, auch hier oben ist alles schon gesperrt. Da geht gerade ein schönes Bötchen raus. Ja. Die ganzen Mietwagenfirmen zum Beispiel hier am Paseo Maritimo, wo wollen die nachher alle ihre Autos abstellen zur Übernahme von den Mietwagen? Die ganzen Hotels hier, Gran Melia und so weiter. Die ganzen Gäste, die da Mietwagen haben, wohin damit? Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wie gesagt, bei uns geht es dann ja bald auf Reise. Wir freuen uns jetzt auch nach der Saison, dass wir wegkommen und ein bisschen Urlaub machen dürfen. Ich habe schon ein paar Videos vorproduziert, sodass ihr auch, während wir dann auf Reise sind, vor allem diejenigen, die halt hier auf unserem Kanal auch nur weg Mallorca sind, probiere ich auch in der Zeit schon mal was vorzuprogrammieren, vorzufilmen, dass ihr am Freitagabend immer, glaube ich, gegen 17 Uhr dann auch mal jede Woche trotzdem, wenn ihr nicht da sind, ein Video aus Mallorca bekommt und dann nicht nur aus Thailand. Wie gesagt, ich habe im Community-Tab eine Umfrage, ob ihr denn auch wollt, dass wir aus dem Urlaub, ein bisschen Videos bringen. Ich glaube 95% sagten ja oder 94,6% nein. Also werden wir mit Sicherheit auch ein paar Videos von dort bringen, allein schon auch, um für uns ein bisschen sowas wie ein Reisetagebuch zu haben.
hoffe dann, dass die paar Leute, die es nicht interessiert, die es nicht sehen wollen, sich vielleicht trotzdem an den Bildern noch freuen. Und wie gesagt, es gibt trotzdem jede Woche irgendwas aus Mallorca. Ja, hier oben jetzt Höhe Social Club. Da gibt es aktuell noch Parkplätze, aber auch da sieht man schon, stehen schon die Gitter. Also auch die fallen bald weg. Also die kompletten Parkplätze hier am Paseo Maritimo werden wohl nach und nach nicht mehr sein. Wie gesagt, ich bin gespannt, was das wird. Aber ihr könnt ja gerne, habe ich ja vorher schon mal gesagt, eure Meinung dazu mal in den Chat hauen. So, und interessant ist es schon hier, wenn man von oben kommt, von Porto Pia, also von sag mal Richtung aus San Ponce Andratsch nach Palma rein, da ist schon oben gar kein Parkplatz mehr. Das heißt also, auf der Fahrtrichtung von San Ponce kommt, sind schon komplett im Paseo Maritimo runter alle Parkplätze gesperrt. Hier sogar auch schon links vom Hafen, vor dem kleinen Sporthafen, ich glaube, der heißt Porto Barbara oder so irgendwie, auch schon nichts mehr. Also es gibt wirklich jetzt am Paseo jetzt schon kaum mehr Parkplätze fürs Auto. Also wer jetzt hier reinkommt nach Palma, am besten probieren, direkt im Parkhaus einen Parkplatz zu bekommen. Und wirklich hier oben dann, praktisch fast am Ende vom Hafen, oder was, am Ende vom Hafen ist es gar nicht. Da ist Nautic Center und die Escuela del Mar. Also gerade hier oben, da ist dann wirklich im Moment auf der anderen Straßenseite noch die letzten Parkplätze, die es gibt. Am ganzen Paseo Maritimo. Das durften hier sein bis zum Mercat 1930, wo es dann die letzten gibt. Und die fallen auch am 23. weg. Sie sind vielleicht noch 600 Meter Parkplätze. Wie gesagt, noch bis zum 23. Januar, dann fallen die auch weg. Naja, also, hier seht ihr schon wieder, hier bin ich jetzt hier wieder am Anfang vom Video, am Ende von den 600 Metern und es ist alles weg an Parkplätzen. Komm, wir gehen aufs Meer, das ist der schönere Anblick als die Baustelle. Und ja, ich bin echt gespannt, hatte ich ja schon mehrfach gesagt, was das Ganze geben wird. Wir werden es sehen. Irgendwo soll ein neues Parkhaus gebaut werden, um einen Teil der Parkplätze zu egalisieren. Ganz hinten, hinterm Porto Pi, soll es wohl noch Möglichkeiten geben, wo man parken darf. Ist natürlich für alle, die auch in der Stadt arbeiten, immens weit weg. Bisher war es doch so, dass viele in der Stadt arbeiten, hier irgendwo geparkt haben. Also wir werden sehen, was das Ganze bringt. Und mit dem Blick im Hintergrund, heute sensationelles Wetter wieder. Ein paar Wolken am Himmel, aber nur so Schleierwölkchen. Auf der anderen Seite ist alles blauer Himmel. Bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, für alle, die bisher geschaut haben. Gebt uns jetzt bitte für die, die uns noch nicht folgen, ein Abo. Und ja, ansonsten verbleibe ich wie immer. So soll das heißen. Euer Patrick vom Cancomé. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Tschüss, ihr Lieben. Ciao, 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 ciao.